Hallo und Glück auf, liebe Erstsemester. Mein Name ist Johanna und ich begrüße euch zu den Couchgesprächen. Heute bin ich wieder mit meinem mobilen Wohnzimmer auf dem Campus unterwegs und habe mir neue und interessante Gäste eingeladen. Hallo, ich bin Kati. Ich habe hier an der TU Freiberg Werkstoffwissenschaften und Werkstofftechnologie studiert mit der Vertiefung Umformtechnik und bin jetzt seit ungefähr 2 Monaten mit dem Studium fertig und arbeite hier als wissenschaftliche Mitarbeiterin weiter an meinem Institut. Hallo, ich bin Konrad. Ich studiere momentan auch noch Werkstoffwissenschaften und Werkstofftechnologie, aber in der Vertiefungsrichtung Werkstofftechnik und ich schreibe gerade meine Diplomarbeit. Werkstoffwissenschaften und Werkstofftechnologie, das ist ja mal ein langer Name für einen Studiengang. Worum geht es denn da genau? Der Studiengang ist wahnsinnig vielfältig. So in den ersten Semestern hat man ein bisschen die Grundlagen, das ganze ingenieurwissenschaftliche Zeug, durch das man durch muss, so nenne ich es jetzt mal. Und richtig spannend wird es dann eigentlich ab dem 5. Semester, wo wir uns unsere Vertiefung wählen können. Es gibt 6 verschiedene Vertiefungen, wo wir uns eine aussuchen können, in dieser dann spezialisiert werden. Und auch da gibt es dann nochmal wahnsinnig viel zu lernen. Aber da wird es dann richtig spannend, weil dann mehr der Praxisbezug kommt und es wird alles ein bisschen detaillierter und man hat nicht nur diese Grundlagen, durch die jeder Ingenieur mal so ein bisschen durch muss. Genau, also was ich vielleicht noch sehr faszinierend an dem Studiengang finde, ist, es geht um Werkstoffe offensichtlich, wie es der Titel auch schon sagt. Das Thema Werkstoffe ist omnipräsent. Das heißt, egal wo man ist, sobald man in technischen Anwendung ist, stolpert man irgendwann über die Frage, welchen Werkstoff oder woraus fertige ich das? Und das ist, finde ich, sehr essentiell, dass man da doch irgendwann mal drüber nachgedacht hat. Und genau dazu ist der Studiengang dann da. Ist klar. Was war denn für euch so das Interessanteste an eurem Studiengang? Ich persönlich bin immer noch sehr begeistert davon, wie man beobachten kann, wie sich die Eigenschaften eines Bauteils, eines Produktes verändern mit dem Fertigungsprozess und auch von dem, was der Werkstoff mitbringt. Und gerade als Umformer lernt man da sehr viel, wie man durch ein speziell gezieltes Fertigungsverfahren, durch ein Formgebungsverfahren dem Werkstoff ganz spezielle Eigenschaften verleihen kann, die er für seinen spezifischen Anwendungszweck halt benötigt. Und das fasziniert mich immer noch sehr, das finde ich sehr spannend und das auch dann in der Praxis umzusetzen, macht viel Spaß. Bei mir war es eher so, das Gesamtpaket, was ich sehr, sehr ansprechend fand, geht dahin, dass man Dinge lernt, wo man vorher gar nicht wusste, dass sie in irgendeiner Weise existieren, dass man sagt, okay, man weiß, wie ein Werkstoff aufgebaut ist, jetzt nur ein grundlegendes Ding. Und für mich, was ganz Besonderes war, als wir im Praxissemester waren, dass ich wirklich gelernt habe oder Dinge gelernt habe, die ich dann praktisch anwenden konnte, sei es, hat es was mit Wärmeentleitung, hat es was mit Gefügeausbildung zu tun. Ich habe in der Laserstrahltechnologie gearbeitet. Da finde ich, da ist der Praxisbezug oder da ist der, die Fähigkeit, dass man etwas lernt, was man zum Schluss auch umsetzen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Würdet ihr also SchülerInnen zum Beispiel empfehlen, euren Studiengang auch hier in Freiberg zu ergreifen? Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Gerade wenn man hier ein enges Betreuungsverhältnis hat, mit den Dozenten und auch mit anderen Studenten gut in Kontakt kommt. Und Freiberg als Standort ist insofern einzigartig, dass wir, ihr seht es hier am Aufbau, wir haben wahnsinnig viele Versuchsanlagen, die man dann auch in der Praxis wiederfindet. Also das, was hier hinter uns aufgebaut ist, ist eine Trio-Waldstraße zum Kaliberwald mit meinem Praktikum. Habe ich in der Schweiz gemacht und da war ich an der Waldstraße. Das ist ziemlich super, wenn man das dann hier im kleinen Maßstab in Modellversuchen erleben kann. Und in der Praxis dann im großen Maßstab auch mal richtig im Einsatz sieht, wie das dann im Großen funktioniert. Ja, also ich würde meinen Studiengang natürlich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Allein schon, also natürlich ist Studium das, was man selber draus macht. Aber wenn man sich wirklich für eine Sache begeistern kann, und das kann ich in diesem Fall nur bestätigen, wie mit den Studenten umgegangen wird, was es für Kurse gibt, dass man viele Praktika hat, dass man eben zum Schluss auch, wie gesagt, das, was man gelernt hat, auch anwenden kann. Das ist wirklich, wirklich eine ganz große Sache und ich glaube, dass da auch viel geboten werden kann, was an anderen Unis nicht so der Fall ist. Alles klar. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder bei den Couchgesprächen dabei, wenn ich andere interessante Gäste eingeladen habe. In der Zwischenzeit könnt ihr euch immer auf unserer Website, bei Instagram oder der Uni Now App über aktuelle Veranstaltungen und Termine informieren. Dann bis zum nächsten Mal.